Das ist so doof. Eklig. Hallo, ich bin Clarielle. Hallo, ich bin Elisa. Und heute machen wir die eklige Bohnen-Challenge. In der Bohnen-Challenge muss man an einem Drehrad drehen und einer von den zwei gleich aussehenden Bohnen zu essen. Die eine Bohne kann nämlich nach Popcorn schmecken oder nach faulem Ei. Freust du dich, Elisa? Nein, eigentlich nicht so doll. Aber jetzt sehe ich erstmal vor, was es für Geschmäcker gibt. Okay. Einmal gibt es Cappuccino, aber das stelle ich mir auch nicht so lecker vor. Aber dann gibt es noch die Bohne, die genauso aussieht, und zwar Leber und Zwiebeln. Was ist eigentlich Leber? Leber ist Fleisch, sozusagen. Die Bohnen stinken hier nämlich schon. Und es gibt dann noch Granatapfel oder altes Verband. Meinst du Pflaster? Ja, ein Pflaster. Also ein Pflaster, das schon gebraucht wurde. Und dann gibt es noch Pfirsich oder Kotze. Also, ich stelle mal gleich Tücher bereit zum Ausspucken. Ich will keine Kotze essen. Ja. Eigentlich. Aber dann gibt es noch was? Geröstete Marshmallows. Lecker. Oder eine Stinkwanze. Das ist eine Stinkwanze. Das ist ein Käfer, der total doll stinkt, glaube ich. Und pupst? Wahrscheinlich. Und dann gibt es noch saftige Birne oder Nasenpopel. Ich will kein Nasenpopel. Und schmutziges Spülwasser oder Geburtstagskuchen. Geburtstagskuchen! Aber wenn du den Geburtstagskuchen nicht bekommst, musst du Spülwasser trinken oder essen. Dann gibt's noch Tutti Frutti. Ich glaube, das ist lecker. Tutti Frutti, ja, ganz viele ganz Früchte. Ganz viele Früchte, ja. Und dann noch stinkende Socken. Ich will keine stinkenden Socken essen. Ich habe schon zu viel Stinkendes gerochen. Und dann gibt es noch Erdbeer-Bananen-Smoothie und toter Fisch. Ich mag keinen toten Fisch. Das ist alles irgendwie verfault, was es hier gibt. Gibt's. Ja, wer fängt an? Du gerne. Lass uns lieber Shing-Shang-Shang machen. Ja! Shing-Shang-Shang! Ja! Warte. Das ist Pfirsich oder Kotze. Oh nein! Man darf nicht dran riechen, okay? Welches von den beiden? Es könnte auch beides Kotze sein, aber... Kann ich auch. Nein, die schmecken nicht, Anastasia. Du willst sie nicht essen. Die ganzen ganz Iba. Okay, jetzt. Oh nein, ich brauche Tücher. Okay, hier sind Tücher. Okay. Ich stelle schon mal ein Tuch bereit. Oh nein, ich will nicht. Du musst. Ich bin dran. Katze? War das keine Katze? Ich mag diese Bonbons nicht, ich hol Wasser. Ach, du hast gedreht ohne mich. Nicht, dass du geschummelt hast. Nein, dreh nochmal, das geht ja nicht. Okay. Warte, ich halte fest und los. So. In der Mitte. Nein, nicht. Es ist mehr hier aufs Blaue. Okay. Elisa hat. Oh oh. Es ist ein bisschen mehr auf Blau. Und du hast. Smoothie oder. Nein, Popcorn. Oder verfaultes Ei. Okay. Ei mag ich. Yes. Oh, es stinkt so. Diese ganzen Bonbons stinken so. Aber ja. Ich glaube, mein Bonbon, das hat halt so richtig. Nein, nicht riechen. Okay, man darf riechen, meinetwegen, weil es so. Bäh. Und? Ist es Popcorn? Ja. Verfaultes Ei. Elisa, trink schnell was. Gar nicht gut. Es hat so geschmeckt, als wäre es Popcorn und verschimmeltes Ei gemischt. Ja, das war mir auch so. Es war süß und eklig. Zartbitter! Ja!
Zahnpasta. Oder dieser blaue da. Clara, Zahnpasta oder Kakerlakenpups. Nee, das war... Kakerlakenpups. Nee, Zahnpasta war doch das Eklige. Drei Beeren. Keine Ahnung, was das sind. Und Zahnpasta. Also es gibt so einen hellblauen und so einen dunkelblauen. Also ein bisschen sieht man es. Habe ich auch gegessen. Und wie riecht es? Riech auch. Ich rieche nichts. Riech. Riechst du was? Wer ist besser? Wen soll ich nehmen, Anastasia? Den da? Okay, ich traue dir, Anastasia. Und? Lecker? Und lecker? Aber... Krieg was. Krieg. Oh. Er war jetzt kein schlimmer, war jetzt. Du hattest mehr Glück als ich, Clara. Das muss ich sagen. Ja, war das der dunkelblaue? Vielleicht Berry Blue. Wenigstens habe ich jetzt schon die Zähne geputzt. Oh nein, ich habe auch das hier. Oh, jetzt hast du auch Zahnpasta oder drei Beeren. Okay, was ist hell oder dunkelblau? Ich nehme dunkelblau. Okay, dunkelblau? Mal sehen, ob es gestimmt hat, dass es drei Beeren ist. Und? Lecker, man befrischt. Ach so, okay, schade. Lecker. So, jetzt nächste Runde, ich bin dran. Ich hoffe, jetzt ist endlich mal was anderes. Das war schnell jetzt. Tutti Frutti oder stinkende Socken. Ich hoffe, du bekommst nicht. Das ist dieser ganz bunte. Dieser. Ja. Den kann ich gleich noch besser zeigen. Ich hoffe, du kriegst die stinkende Socke. Nein! Wir nehmen den. Der ist aber ich brauche ein Tuch. Okay, ich. Weil ich glaube, stinkende Socken überlebe ich nicht. Sehr schnell. Stinkende Socken. Nee, dann schlug ich es da runter. Mach ich gleich. Ich freue mich, dass du. Oh, ich will nicht. Ich freue mich, dass ich diese Früchte bekommen habe. Die sind eigentlich relativ schön, oder? Schön. Komm, trink was. Und was war das? Ich dachte erstmal so, wow, also... Das wird der Tutti Frutti. Und dann kam dieser, als hätte ich eine Socke gegessen. Wirklich. Okay, ich bin dran. Ich hab das bekommen. Nein, nochmal. Erdbeeren-Bananen-Smoothie oder toter Fisch? Erdbeeren-Bananen-Smoothie. Zeig mal diesen Jellybean. Der ist ein bisschen heller. Ja, und die dunklen. Aber hier sind mehrere, die gleich aussehen. Du brauchst... Also der riecht ein bisschen nach toter Fisch. Und der riecht nach gar nichts. Ich weiß nicht. Ich probiere. Ja. Warum haben wir so viel Pech? Aber wie schafft man es, so eklige Bonbons zu machen? Ich hoffe, jetzt haben wir mehr Glück. Ich will nämlich irgendwann auch mal einen guten haben. Und ich habe einen rosanen Granatapfel oder alter Verband. Nein! 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 Ja, du bekommst Granatapfel. Okay. Der mit den vielen Punkten oder der mit den wenigen Punkten? Mit den vielen Punkten. Der riecht aber sehr verdächtig. Lege ich mir das Tuch bereit und hoffe, es geht. Alter! Das ist so doof! Mann! Ich will jetzt sofort Naschi
war's. Wie war der Geschmack? Wie war der Geschmack? Ähnlich wie Kaffee. Ich mag keinen Kaffee. Kaffee ist bitter. Kaffee und so Gummi. Ja, Gummi. Einmal nicht dran denken, Elisa. Okay, du bist jetzt dran. Jetzt wird mir ein bisschen schlecht. Okay. Ich glaube, die meisten von den Bonbons sind eigentlich so schlechte. Mitte. Oh, wieder Zahn. Nein, Elisa, du hast es verschoben. Okay, nochmal, nochmal. Nochmal. Du hast Geburtstagskuchen oder schmutziges Spülwasser. Aus der Spülmaschine, das Wasser, mein Mann. Wem traust du, Elisa? Ich traue ihm. Man riecht halt irgendwie immer, also wenn es nach gar nichts riecht, dann ist es immer das Schlimme. Das riecht irgendwie lecker. Ist jetzt ganz in den Mund, los! Und wonach schmeckt es? Es hat nach vergammelten Algen geschmeckt. Oh, ich frage mich gerade, ob sie wirklich sowas in ihre Bonbons reintun. Oh, jetzt bin ich wieder. Und es ist. Oh nein, toter Fisch oder Smoothie. Oh nein! Ich hatte es auch, Clara. Ich hatte den toten Fisch. Okay, dann mache ich schon mal bereit. Soll ich den mit den gelben, ekligen Flecken nehmen? Ich nehme den hier. Clara, ich hoffe, du hast Glück. Smoothie! Ja! Wie schmeckt das? Eigentlich schmeckt es nur nach Banane. Oh. Eigentlich soll es auch nach Erdbeere schmecken. Meiner riecht ein bisschen nach einem Popel. Leckerer Marshmallow. Ich habe leckerer Marshmallow. Und du? Ich habe auch Marshmallow.